Verehrte Konzertbesucher, herzlich willkommen im Namen der Hochschulleitung zu unserem Benefizkonzert heute unter dem Motto Gemeinsam. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Oberbürgermeister Christian Schuchert, der sich bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft für dieses Konzert zu übernehmen und im Anschluss auch noch ein Grußwort sprechen wird. Herzlich willkommen auch alle anderen Anwesenden aus Politik und Kultur, aus Zeitgründen, werde ich nun nicht alle nennen, und stellvertretend Herrn Landtagsabgeordneten Manfred Lendner begrüßen. Vielen Dank, dass Sie da sind. In Zusammenhang mit den Geschehnissen, auf die sich die politische Weltlage derzeit konzentriert, fehlen einem die Worte für eine Bezeichnung dessen, was nur einige hundert Kilometer Luftlinie entfernt von uns geschieht. Gemeinsam finden wir uns wieder in einer Mischung aus Fassungslosigkeit, Wut, Ohnmacht und Mitleid, wenn wir zur Kenntnis nehmen müssen, welche humanitär katastrophale Situation innerhalb weniger Tage für Hunderttausende aus Willkür entstanden ist. Gemeinsam kommunizieren wir als musizierende Kollegen und Studierende untereinander und heute auch sozusagen mit Ihnen in der universalen Sprache der Musik, die als ein sich frei von sprachlich-territorialen Grenzen, ideologisch-dogmatischen Überbau oder populistischer Rhetorik präsentierendes Idiom, symbolisch für Menschlichkeit, zivilisatorisch-kulturelle Emanzipiertheit und einer auf der Basis humanistischen und humanitären Gedankenguts kodifizierter Art und Weise des Zusammenlebens steht. Die Mitwirkung ukrainischer, russischer und deutscher Studierender und deren gemeinsame Gestaltung des Programms lässt uns dies unmittelbar erleben. Wir laden Sie ein, hieran teilzuhaben, indem Sie vermittelt durch die Musikdarbietungen und in Verbindung mit dem Kunstgenuss diese Möglichkeit einer Gemeinschaft miterleben. Und wir laden Sie ein bzw. bitten auch nachdrücklich darum, dieses Erlebnis als Motivation zu verstehen, anstelle eines Eintrittspreises nach dem Konzert mit einer Spende Ihrer Solidarität mit den Menschen Ausdruck zu verleihen, die unmittelbar unter den Folgen der schrecklichen Ereignisse zu leiden haben. Ich schließe ein paar informelle Sätze an. Die Spenden des heutigen Abends gehen 1:1 an die Flüchtlingshilfe der Stadt Würzburg. Spendenboxen finden Sie nach dem Konzert auf dem Weg zur Garderobe. Und wer 100 Euro oder mehr spendet, kann eine Spendenquittung bekommen. Deponieren Sie bitte in diesem Fall das Geld in einem der vorbereiteten Umschläge zusammen mit Ihrer Adresse per Visitenkarte oder auf dem Umschlag. Das heutige Konzert hat eine Spieldauer von ca. 70 Minuten, das sollte ich auch ausdrücklich noch bekannt geben. Und ich kann Ihnen noch einen Konzerthinweis geben. Das regulär geplante Konzert unseres Sinfonieorchesters am 7. April haben wir ebenfalls als Benefizkonzert deklariert. Die aus diesem Konzert hervorgehenden Spenden werden der Flüchtlingshilfe des Landkreises zugutekommen. Dazu jetzt schon herzliche Einladung. Ich schließe mit Dankesworten an die Studierenden in den Ensembles des heutigen Abends sowie an unseren Kollegen Professor Bernd Klemser. Alle haben sich sehr kurzfristig und wir haben jetzt auch vorlesungsfreie Zeit, das muss man bedenken, bereit erklärt, Programmpunkte beizusteuern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Vizepräsident Rudolf Ramming, der Programm und Musiker zusammengestellt und das Konzert maßgeblich organisiert hat. Und ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung und Haustechnik mit unserem Kanzler Roland Ulsamer an der Spitze, die sich spontan bereit erklärt haben, bei der Realisierung des Konzertes mitzuhelfen, ungeachtet der damit verbundenen Wochenend- und Überstunden. Und natürlich danke ich Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie heute Abend hier sind und auf diese Weise unsere humanitäre und Spendenaktion unterstützen. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gehören den Opfern in der Ukraine. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun Herrn Oberbürgermeister Schuchert ans Rednerpult bitten. Vielen Dank.
Sehr verehrter Herr Präsident, verehrter Vizepräsident Professor Ramming, liebe Mitwirkende aus Russland, der Ukraine, aus unserem Europa, sehr geehrte Damen und Herren. Es sind die Bilder des Luftkriegs, die Bilder der Flucht, die uns hier zusammenführen, die mich und Sie zu den Traumata unserer eigenen Familiengeschichte, zum Traumata der dunkelsten Zeit unserer Geschichte zurückführen. In 4 Tagen jährt sich zum 83. Mal die Zerstörung unserer Stadt, bei der 5000 Menschen umkamen. Wir alle hatten die Hoffnung, dass so etwas nicht mehr geschieht. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und den friedlichen Revolutionen und damit den verbundenen Regimewechseln von 1989 und 90 wurde aus dieser Hoffnung nahezu eine Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit eines dauerhaften Friedens, zumindest bei uns, durch die Abwesenheit von großen Kriegen zwischen Ländern. Handel und Reisen und auch eine neue Weltöffentlichkeit, hergestellt durch Bilder in einem freien Internet, in einer freien Presse, in demokratischen Systemen, waren die Pfeiler für diese unsere Erwartungen. Dass ein Mann, getragen von einem oligarchischen, nahezu diktatorischen System, dazu in der Lage wäre, diese auch moralisch wirkenden Schranken enthemmt zu durchschlagen. Wir haben und wollten dies nicht glauben und dennoch ist es wieder geschehen. Als wären die Erlebnisse und Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern umsonst gewesen und dass aus der Geschichte, gerade in Deutschland, in Würzburg, so teuer erlernte, innerhalb weniger Wochen vollständig verloren gegangen und damit das Wissen um die schrecklichen Folgen eines Krieges für alle zu totem Staub zerfallen. Der Überfall auf die Ukraine erinnert aber allzu sehr an den Überfall auf Polen 83 Jahre zuvor, inklusive der vorhergehenden Annexion. Bei allen Unterschieden, die es noch zwischen den Regimes gibt, die Hoffnung, dass sich innerhalb eines unterdrückerischen Regimes ein Widerstand formiert oder ein Druck auf der Straße entsteht, der einen Kurswechsel ermöglicht, müssen wir ganz tief setzen. Vor den Menschen, die in Russland auf die Straße gehen mit einem Transparent, auf dem nur das Wort Frieden steht, und die wissen, dass sie dafür 2 Wochen ins Gefängnis gehen, kann man nur den höchsten Respekt haben. Aber das reicht nicht als kritische Masse. Es ist aber der Krieg eines Mannes, einer Nomenklatur und nicht der Krieg der Russen und ganz besonders nicht der Krieg der zahlreichen russischstämmigen Bevölkerung in unserer Stadt mit oder ohne deutschen Pass. Dieser Krieg ist bereits unser Krieg in den Nachrichten, an den Zapfsäulen, im Heizungskeller, demnächst bei den Brotpreisen. Er ist aber auch unser Krieg, weil die Opfer des Krieges hier mit eigenen Autos, mit Bussen, mit dem Zug ankommen. Ich bin vor 2 Jahren Vater geworden. Vor einer Woche, am 3. März, war das Titelfoto in der FAZ ein Flüchtlingszug aus Lemberg. Kinder und Mütter nehmen Abschied von ihrem Land, ihren Vätern. Eines der Kinder war meinem Sohn mit seinem Pony unter der Zipfelmütze wie aus dem Gesicht geschnitten. Es sind nicht nur Menschen, die da vor dem Krieg fliehen. Ich war mehrfach in der Ukraine. Es sind wir, die da fliehen, aus Städten ohne Strom, ohne Heizung, ohne Lebensmittel vor dem Bombenterror. Es sind Menschen, die wie wir leben, die unsere Werte haben, unseren Wunsch haben, in einem freien und demokratischen Land zu leben. Nicht in einem putinschen Marionettenstaat, unterdrückt durch Zensur und Geheimpolizei. Wir rechnen mit einem Flüchtlingszustrom, der größer und schneller erfolgt als im Jahr 2015. Wir haben bereits 2 Turnhallen in Belegung bzw. in Standby. Nächste Woche kommt die 3. hinzu. Nehmen wir diese Menschen wie unsere Nächsten auf. Es sind zu 80% Frauen und Kinder.
Während Ihre Männer für uns kämpfen, wie auch mein Kollege Klitschko im Würzburger Stadtrat auf meine spontane Einladung hin darlegte. In Kiew wird für uns gekämpft, sonst wäre es schon Vilnius, Riga oder Tallinn. Lassen Sie uns die Fackel der Humanität in unserer Stadt hochhalten. Und deswegen bin ich Ihnen, Professor Ramming, den Mitwirkenden dieses Konzertes und Ihnen als Besucher für dieses gut besuchte Benefizkonzert sehr dankbar, dessen Erlöse direkt in die Flüchtlingshilfe von Mensch zu Mensch in unserer Stadt eingehen werde. Hoch lebe die Mitmenschlichkeit, Frieden in Freiheit der Ukraine. Thank you.
Musik.